Die Liebe zu dieser Welt, sie zerstört jeden Einzelnen von uns. Allah sagt, und ihr liebt den Besitz, ja, ihr liebt ihn voll und ganz. Wir halten uns fest an Krempel und Schnickschnack. Wir klammern uns an Dinge, die wir zurücklassen werden. Wir hängen an Sachen, die sich nicht bewegen lassen. Und das vernichtet jeden Einzelnen von uns. Aber anstatt unser Herz mit der Liebe zu Allah zu füllen, stopfen wir es voll mit der Liebe zu dieser Welt. Es ist an der Zeit, meine lieben Geschwister, dieser Verantwortung auf sich zu nehmen. Es ist an der Zeit, an die Verse Allahs aus der Surah At-Tawbah zu denken, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O die ihr glaubt, was ist mit euch, dass wenn zu euch gesagt wird, rückt aus auf Allahs Weg, kämpft auf dem Wege Allahs, ihr euch schwer zur Erde sinken lässt. Habt ihr euch denn mit dem diesseitigen Leben zufrieden gegeben? Zufriedener als mit dem Jenseits? Was ist der Genuss des diesseitigen Lebens im Vergleich zum Jenseits, außer ein sehr geringer? Allah fragt die Gläubigen, was mit ihnen nicht stimmt, wenn ihnen gesagt wird, auf Allahs Weg auszurücken, dass sie sich am Boden festklammern. Er subhanahu wa ta'ala fragt, ob sie glücklich sind mit ihrem diesseitigen Leben, wodurch das Leben auf dieser Welt kein Vergleich ist zum Leben im Jenseits. Meine lieben Geschwister, wenn wir das Leben im Diesseits, dem Leben im Jenseits vorziehen, bei Allah wird Allah subhanahu wa ta'ala Schande für uns bereiten. Und die Schande wird auf uns lasten, bis wir zu ihm subhanahu wa ta'ala zurückfinden. Meine lieben Geschwister, habt ihr gesehen, wie Allah jene Menschen erniedrigt hat? Jene Menschen, die dieses Leben dem Diesseits vorgezogen haben? Habt ihr diese Beispiele gesehen? Beispiele über Menschen, die Allah gesegnet hat, weil sie das Jenseits den Diesseits vorgezogen haben. Al-Hasan al-Basri radiallahu an erzählt in einer schönen Überlieferung, O ihr Menschen, arbeitet für das Jenseits, denn wahrlich, ich habe in meinem Leben gesehen, dass jeder, der für das Jenseits arbeitet, das Diesseits ebenfalls bekommt. Die Dunya folgt ihm, das Diesseits läuft ihm nach. Aber ich konnte niemanden finden, der das Jenseits bekommen hätte, obwohl er für die Dunya gearbeitet hat. Frag dich selbst, lieber Bruder, liebe Schwester, worin investierst du die meiste Zeit? Die Gelehrten sagten, die Liebe zur Dunya und die Liebe zum Jenseits sind wie zwei Waagschalen. Überwiegt die eine, nimmt die andere ab. Meine lieben Geschwister im Islam, wäre unser Prophet sallallahu alaihi wasallam heute unter uns und er würde uns sagen, kommt mit mir hierhin oder dorthin. Welche Antwort würden wir dem Gesandten Allahs geben, sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wisset, dass das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist, Schmuck und gegenseitige Prahlerei und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kindern. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ Ein Wettstreit. Wer von uns das bessere Haus, das schnellere Auto besitzt? Wer schafft es, schöner auszusehen? Wer kommt an mehr Geld? تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ sagt Allah. Das ist diese Dunya. Jeder versucht, den anderen auszuspielen, um eine Stufe höher zu sein. Es ist ein Leben des Wettbewerbs, ein Wettstreit untereinander. Die Menschen dieser Welt lieben es, viel Geld zu besitzen, viele Kinder zu haben, damit sie ihnen eine Stütze sind. Doch es blüht kurz auf und welkt dahin, meine lieben Geschwister. Wenn es das ist, was du anstrebst, dann muss ich dir leider sagen, dass du am Verlieren bist. Denn wenn du stirbst, und das werden wir alle, dann wirst du all das zurücklassen müssen, subhanallah. All das werden wir hinter uns lassen. Aber was lehrt uns der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam? Er lehrt uns, يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ Drei Dinge folgen dem Toten. Seine Familie, sein Geld und seine Taten.
فَيَرْجِعُ اثنان. Und zwei Dinge müssen zurückkehren. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. Die ganze Familie, mashallah. Seine Geschwister, seine Mutter, sein Vater, seine Frau, seine Kinder. Die wertvollsten Menschen um ihn herum, die ihm am liebsten sind. Ungeachtet dessen, wie sehr sie dich lieben, wie sehr sie sich um dich gekümmert haben. Was wird passieren? Sie werden kommen, dem Trauerzug folgen, einige Tränen vergießen und dann? Wie lange werden sie mit dir am Grab stehen bleiben? Sie lassen dich ins Grab hinab, verbleiben dort eine Stunde oder auch zwei und dann? Dann gehen sie ihre Wege. Ungeachtet dessen, wie sehr sie dich lieben. Sie werden dich verlassen. Sie werden davongehen. Deine Frau wird vielleicht erneut heiraten. Deine Mutter, deine Kinder, mit der Zeit werden sie dich vergessen. Das Leben geht weiter. Ihr Leben geht weiter. Aber was bleibt mit dir? Was bleibt mit dir als ein Geschenk, ein Segen? In diesem Leben und im nächsten. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. Deine Taten, sie bleiben mit dir. Sie schützen dich im Grab. Sie schützen dich auf der Brücke. Sie schützen dich am Tage des jüngsten Gerichts.